lieben Christian Schemmer, Paartherapeut, und Psychologe und ja, so langsam wieder genesen, hopefully. Ich hatte es auch echt ganz schön erwischt. Und ja, merken wir auch noch ein bisschen an der Stimme, obviously. Ja, wir haben mal eine Frage wieder zu Polyamoren-Beziehungen, ob das so 5D-Beziehungen sind. Also 5D-Beziehungen sind ja so, ich verweise mal auf mein Buch, Neue Dimension der Liebe, lest es euch da gerne mal durch, so moderne oder beziehungsweise visionäre Beziehungen, die eben mehr auf Liebe und nicht so viel auf Ego beruhen. Und ja, spannende Frage, ich lese mal kurz vor. Von ja, sehr fleißigen Nutzerin hier, kenne ich auch von der Lesung, glaube ich. Lieber Christian, nicht nur glaube ich, kenne ich von der Lesung. Lieber Christian Hemmschi, nach Lektüre deiner drei Bücher, vor allem dem aktuellsten, die neue Dimension der Liebe. Ja, zieht es euch gerne mal rein, ne? So sieht es ja aus, bekanntlich. Und genau. Hätte ich eine interessante Frage bezüglich des Übergangs von 3D-Beziehungen Richtung 5D. Sofern ich dich in deinen zahlreichen YouTube-Videos zum Thema das bindungsängstliche Dreieck richtig verstanden habe, bist du wahrscheinlich schon fast leid, immer die gleichen Antworten darauf vorzubeten. Bei YouTube bin ich auf folgende Beiträge gestoßen, bei denen ich gerne mal wüsste, ob du denkst, dass dieses Trio sich schon in 5D befindet und ob es ein Ausblick für eine unkonventionelle Lösung für den Übergang in neue Zeiten wäre. Ja, und wenn man dann auf diese Links klickt, da sehe ich hier einmal Polyamorie, so funktioniert Liebe zu dritt, und einmal ein Video gemeinsam Kinder großziehen, Liebe zu dritt, WG mit Kindern. Das sind natürlich auch zwei verschiedene Fälle, sag ich mal, weil einmal handelt es sich, sollte ich das auf dem ersten Blick gesehen habe, handelt sich das um eine Dreier-Liebesbeziehung, und bei der anderen Geschichte handelt es sich um Erwachsene, die zusammen Kinder großziehen, glaube ich. Da kann ich schon mal gleich sagen, das hat es schon immer gegeben, da habe ich sehr gutes Gefühl zu. Ich lese ja gerade auch für mein viertes Buch Stammesgeschichtliche Entwicklungen des Menschen, super spannend, und da geht man scheinbar auch davon aus, dass ja, wir früher so in Gruppen gelebt haben und ja, unsere Kinder irgendwo gemeinschaftlich, also von der Gruppe großgezogen wurden. Da habe ich überhaupt, also das kann wie gesagt, die allermeisten Sachen sind doch noch sehr ego-verseucht, was wir heutzutage so machen, von unseren Traumen und den Schutzreaktionen da drauf. Und also, dass jetzt Menschen wirklich echte 5D-Beziehungen haben, ist, glaube ich, absolute Ausnahme. Und selbst das, ob jetzt, jetzt so eine WG die Kinder groß sieht, dass sie jetzt hochwertigere Beziehungen haben, weiß ich nicht. Aber finde ich ein sehr guten Ausweg aus diesem, dass man so vereinsamt mit so Kindererziehung, das war ja früher viel mehr, selbst wenn wir jetzt von diesen frühmenschlichen Horden mal weggehen, ja, wurden die ja früher transgenerational, dann hat man vielleicht auf dem Hof gelebt, mit mehreren Generationen aufgezogen, und dass die Eltern heutzutage da so alleine mit sind, das finde ich ganz schlimm und finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Polyamore-Beziehung ist andere Geschichte, da habe ich ja in meinem Buch gesagt, also man kann da jetzt an sich nichts gegen sagen, und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich auch sehe, was die, wie heißt das hier, Generation Z oder wie das heißt, also die jetzt jungen Erwachsenen, was die so machen, die sind natürlich teilweise in monogamen Beziehungen, teilweise sind die da viel lockerer, als wir früher waren, und haben so alle Übergänge zwischen festen Beziehungen oder polyamoren Beziehungen oder ja, also so teilfesten Beziehungen, also schon eine feste Beziehung, aber man darf sich mal so Ausrutscher erlauben, und das finde ich eigentlich eine sehr gute Entwicklung, solange das alles kommuniziert ist und
klar ist und nicht mit irgendwelchen Heimlichkeiten, ist, dass jeder, also das ist ja auch wirklich sozusagen der Weg nach 5D, dass jeder die Beziehung führt, die er selber führen möchte, so, ne? Nicht, und nicht, was die Gesellschaft vorgibt. Und da kommen wir auch schon wieder auf Stammesgeschichte, Entwicklung des Menschen hin, dass wir, glaube ich, durch diese immer mehr Liberalisierung des Datingmarkts und auch eine gewisse Befreiung von kulturellen Mustern immer mehr dahin kommen, dass wir uns so benehmen, wie unsere biologische Prägung eigentlich ist. So, und die ist, also man kann, glaube ich, sagen, das, so habe ich das zumindest gelernt, dass der Mensch eben mehrere Fortpflanzungsstrategien hat und eine ist monogame Beziehung und eine ist aber auch, ja, nicht monogam. Bis auch bei den Genen ist das ja egal, bis hin zu Fremdgehen. Und ja, ich denke, das finde ich eine gute Entwicklung. Das heißt nur nichts, das ist nur erstmal eine gewisse Befreiung der Normen, sagt aber nichts darüber aus, ob die Beziehungen höherwertiger sind, so, ne? Weil, aber das ist an sich schon eine gute Entwicklung, so, ne? Also ich persönlich glaub nach wie vor, steht ja auch in meinem Buch, dass es viele Gründe gibt, weiter monogame Beziehungen zu führen. Gibt vielleicht auch viele Gründe, das nicht zu tun, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass viele Menschen damit überfordert sind mit Dreiecksbeziehungen. Also nicht nur mit den Heimlichen, das ist ja sowieso. Aber das ist ja nicht so, dass es da keine Regeln gibt. Es gibt durchaus Regeln, die müssen halt ausgehandelt werden. Und ist ja auch nicht so, dass es da keine Eifersucht gibt. Ist ja nicht so, dass es da keine Probleme gibt und warum jetzt eine Dreierbeziehung in irgendeiner Weise einfacher sein sollte, also vor allen Dingen eine geschlossene Dreierbeziehung, wo es ja genauso Fremdgehen geben kann mit vierten Personen und ich weiß es nicht, ist mir nicht ein, leuchtet mir nicht ein, aber mein Gott, soll jeder machen, wie er will. Ja. Ich denke, was wir immer noch haben, ist das Problem, das ist jetzt aber nicht diese speziellen Videos, die ich ja eh nicht hier drunter verlinke. Man muss im Einzelfall immer gucken, was mir schon auffällt bei Menschen, die ihre Polyamor-Beziehungen so abfeiern im Internet. Finde ich manchmal auch viel Ego dabei, ne? Ich will sowas Besonderes sein, aber letzten Endes guckt man natürlich nicht hinter die Haustür, was da genau passiert. Vielleicht ist das ganz toll, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber mein Eindruck ist, das habe ich auch schon öfters gesagt, dass bei so offenen Beziehungen, Dreiecksbeziehungen, dass nicht alle das gleich wollen und man häufig seine verlustängstlichen und bindungsängstlichen Themen in solchen Sachen versteckt, anstatt sie anzugehen. Ne? Also zum Beispiel, nur weil ich eine Dreierbeziehung führe, muss ich nicht weniger treu sein nach außen. Da ist eigentlich überhaupt nichts gewonnen, so. Und wenn ich eine offene Beziehung führe, also ich höre das immer wieder, aber ich checke jetzt auch nicht so in dieser Szene drin, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu sagen. Dass doch viele sagen, ja, haben wir ausprobiert und fanden wir jetzt irgendwie nicht so prickelnd, ne? So offen und so sehr anstrengend und schmerzhaft. Und also insofern freue ich mich, also zusammenfassend kann man sagen, ich freue mich, dass ich die Verpflichtungen der Gesellschaft immer weiter auflösen, aber was da jetzt genau bei rauskommt, ob wir in Zukunft vielleicht mehr diese unverbindlichen, offeneren Sachen leben werden oder weiter serielle Monogamie, so das Hauptmodell bleibt, wovon ich ehrlich gesagt für die nächsten Jahrzehnte doch noch ganz klar von ausgehe, weiß ich nicht, wird man sehen, aber per se sagt das erstmal nichts darüber aus, ob es mehr Richtung 5D ist oder nicht. Also 5D-Beziehungen können auch sehr 5D-mäßig sein. Monogame Beziehungen können sehr 5D-mäßig sein. Keine Ahnung, was ich mit einer gewissen Sorge beobachte, aber es mache auch an meinem nicht mehr ganz jugendlichen Alter liegen, dass dieses Ego, ich habe das Gefühl, das wird auch gerade wieder echt schlimmer. So dieses, ich muss immer was Besonderes sein und ich bin irgendwie, weiß ich nicht, pansexuell, disexuell und ich bin was ganz Besonderes und das riecht mich unfassbar auf, weil ich es für auch nicht, absolut nicht ehrlich halte. Also gerade so dieser Begriff pansexuell, wenn ich den richtig verstanden habe,
heißt das ja sozusagen, ich habe jetzt keine bestimmte Vorliege, sondern stehe so auf den Charakter des Menschen. Ja, aber die Leute, die sowas sagen, die natürlich trotzdem, also die sind vielleicht nicht so festgelegt, was Heterosexualität, Homosexualität angeht, aber daten trotzdem so in ihrer Attraktivitätsliga, machen eigentlich genau das Gleiche, was andere Menschen auch machen. Und das ist einfach überhaupt nichts Besonderes, gar nichts. Das ist nichts Besonderes, gar nichts. Ne? Also dieser permanente Versuch, gerade irgendwie hip zu sein, modern zu sein und noch eine verrücktere Beziehung und noch ein abgefahreneres Muster. Und also ich könnte wetten, wenn man da hinter die Türen guckt, sieht man den gleichen 3D-Scheiß wie in anderen Beziehungen auch. Und aber letztlich weiß ich es natürlich nicht, weil ich kenne persönlich so Paare nicht. Aber könnt ihr mir sonst auch gerne schreiben, wenn ihr sowas guckt hier. Letzten Endes muss jeder mit seinem Leben machen, was er machen will. Und wo der gesellschaftliche Trend da so hingehen wird, vielleicht geht er auch gar nicht in eine bestimmte Richtung, sondern einfach immer mehr so eine Individualisierung. Das wäre auch eine gute Sache. Aber ja, spannend. Wie seht ihr das? Kommentiert es gerne mal und wir sehen uns bald wieder.